hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Was für die Aufsteigenden wirklich wichtig ist. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 16. November 2021. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind auf dem Weg, mehr von dem zu werden, was wir wirklich sind. Und wir können dieses Gefühl spüren. Wir fühlen die ganze Zeit Ausdehnung und Wachstum und wir müssen kein Trauma, keine Tragödie und keine Herausforderungen erleben, um dorthin zu gelangen. Allerdings empfinden wir so viel Mitgefühl für alle anderen Wesen, die unangenehme, unerwünschte und geradezu schreckliche Umstände erleben, dass wir das Gefühl haben, dass wir direkt bei euch sind, wenn ihr eure traumatischen Erfahrungen im Leben macht. Keinen Körper oder keine Identität zu haben, hat durchaus seine Vorteile. Wir verstricken uns nicht in Dinge, die nicht wichtig sind. Wir verstehen die Vergänglichkeit des Physischen, wie zum Beispiel eurer Körper und all eurer Sachen und eures Geldes. Wir verstricken uns also nicht in all das Drama, in das sich die Menschen auf der Erde zu verstricken pflegen, und das tut uns sehr gut. Wir können uns auf die Expansion, die Evolution, das Werden und das Gefühl der Vorwärtsbewegung konzentrieren. Wir laden euch ein, euch mehr mit dem zu identifizieren, was wächst, sich ausdehnt, sich entwickelt und aufsteigt. Auch wenn ihr in der fünften Dimension Körper haben werdet, Persönlichkeiten und ein Gefühl von Identität, sind diese Dinge nicht wirklich das, was aufsteigt. Eure Seele steigt auf, sie ist euer wahres Selbst, der ewige, unendliche Teil von euch, der auf dieselbe Weise wie wir funktioniert. Sie nimmt die Ausdehnung an und sucht das Gefühl dafür, anstatt sich in dem zu verfangen, was in eurer Welt vorübergehend ist. Eurer Seele ist es egal, wer politisch an der Macht ist. Eure Seele kümmert sich nicht darum, wie viel Geld ihr auf der Bank habt. Eure Seele kümmert sich nicht darum, in welcher Art von Haus ihr lebt. Eure Seele ist wegen der Reise dabei. Und es ist wirklich die Reise, auf die es ankommt. Auf die Reise in etwas, das ihr vielleicht nicht immer in physischer Hinsicht quantifizieren könnt, aber ihr könnt es immer fühlen. Deshalb führt keine Punkteliste. Schaut nicht darauf, was ihr manifestieren konntet oder wie viele spirituelle Gaben ihr manifestieren konntet, als Indikator dafür, wie gut es euch als Seelen, als Wesen, die aufsteigen, ergangen ist. Als jemand, der wach ist, empfehlen wir euch, dass ihr euch damit beschäftigt, was ihr fühlen könnt, wie offen euer Herz ist, wie viel Freundlichkeit ihr verbreitet, wie viele Menschen ihr heute angelächelt habt. Ihr könnt diese Ausdehnung, diese Evolution eures Bewusstseins auf so viele wunderbare Arten erfahren, die nichts mit dem Physischen und dem, was gerade in eurer Welt geschieht, zu tun haben. Nichts wird euch vom Aufstieg abhalten und niemand mit einer negativen Agenda kann euch von irgendetwas abhalten. Aber ihr könnt euch selbst davon abhalten, diesen Prozess zu genießen und ihn in vollem Umfang zu erleben. Und wir wollen, dass ihr ihn in vollem Umfang genießt. Deshalb ermutigen wir euch, an euch selbst als die nicht physische Essenz zu glauben, die ihr wirklich seid, und nur darauf zu achten, wie ihr euch in diesem Moment fühlt, im Vergleich zum vorherigen und im Vergleich dazu, wie gut ihr euch jetzt fühlt, wie ihr jetzt schwingt. Konzentriert euch auf das, was zählt, und alles, was sich in eurer Welt manifestiert, wird folgen. Das garantieren wir. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen.
uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.